So, dann haben da war ich wirklich im Fenster drin. Erde haben wir auch noch ein bisschen mitgenommen. Siehst du mal. So, Feuerstein hatten wir auch jede Menge. Kohle, Stein, mal Stein. Bruchstein reicht nicht ganz. Da ist noch eine Truhe mit Bruchstein. Sehr schön, das war Gold, das war Eisen, Kohle, Redstone, Diamant, alles da. Halt, nee, doch, war gut. Da oben kommt der Rest rein. So, wird dann später eh wieder verfeuert, denke ich mal. Eisen, haben wir hier noch ein bisschen Erz, Gold haben wir hier noch ein bisschen Erz. Und wie gesagt, nicht zu verachten, die Diamanten, wo wir dann fast schon mal einen 64er Block voll haben. Das ist doch schon mal was. Und Redstone, die ist ja auch bald voll. Müssen wir vielleicht mal mit verwerten irgendwann. So, und wie gesagt, nicht zu vergessen, der schwarze Farbstoff, den wir ja noch mit verarbeiten wollten. So, was wir jetzt mal mit wegschmeißen, oder warte mal, das Schwert kommt mal mit hier rein, falls wir mal wieder ein paar Tintenfischen begegnen. Und Schaufeln ist ja nicht so, dass wir welche hätten, haben wir uns da hinten jetzt gerade noch welche gebaut. Nehmen wir mal mit. Brauchen tun wir die jetzt erstmal nicht. Spitzhacke auf jeden Fall. Wie sieht's denn da aus? Eisenspitzhacke. Wir müssten eine aus Diamant bauen. Also wir Diamant haben wir zwar gefunden, der wird dann jetzt halt gleich wieder geopfert. Zumindest drei von den sieben gefundenen und Stöcke. Weil wir ja auf jeden Fall. Habe ich denn noch Stöcke? Nö, eigentlich so nicht, ne? Manchmal. Doch. Eins, zwei. Da bauen wir nämlich noch eine Diamantspitzhacke, weil die brauchen wir dann auch wieder in naher Zukunft. So. Eine diamantene Spitzhacke. Eins, zwei, drei. So. Die kommt hier mit rein. Das ist der Farbstoff. Die eine Hasenpfote, die wollte ich dahinter noch mit schnell schaffen. Mache ich gleich mal, sonst vergesse ich es wieder. Ich laufe aber nicht durch die Hasen durch, weil die büchsen mir am Ende wieder aus. Hier ist sowieso schon wieder ein Schaf drin. Zwei sogar. Eieiei. Und da ist sogar wieder ein Hase bei den Schafen drin. Ach nein, es wird wieder drollig. Was die Viecher hier immer so mit am Stüsseln sind, kann ich nicht unterstützen. Da baut man die Zäune schon und die Viecher, die kloppen sich trotzdem noch darüber. Mann, Mann, Mann. So, die eine Hasenfrucht hier mit rein. Da haben wir hier schon mal drei. Was die uns am Ende bringt, ich weiß es nicht. Ja, ja, war klar, war klar. Deswegen gehe ich nicht so gerne bei den Hasen rein, weil die hauen mir immer ab. So, sorry. Aber wer hier rüber geht, der hat nichts anderes verdient. Juch, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich sogar noch einen Karnickel mit erschlagen. So, haut mal alle ab hier bitte. Haut mal bitte alle ab. Ich möchte euch jetzt hier nicht haben, wenn ich jetzt hier. Och, Leute, macht doch nicht so einen Scheiß immer. Jetzt sind mir hier zwei Hasen durch die Lappen gegangen, ey. Die hoppeln jetzt wieder hier draußen rum. Geil, einen haben wir tot gemacht und zwei sind wieder draußen. Schön. Geile Sache. Oh Mann, ey. Achso. Nee, das Fleisch kommt ja in die Nahrungstruhe. Nur die Wolle. Naja, komm, verpiss dich doch. Nur die Wolle kommt hier rein. So, orangene haben wir auch noch nicht gehabt. Weiße. Wird bunt. Wird hier kunterbunt. Naja, mit den Hasen können wir jetzt nichts ändern. Sollen sie halt hoppeln. Ist mir Schnurz. Irgendwann treibe ich die ins Wasser und dann erschlage ich die genauso wie die anderen. So, hier laufe ich jetzt mal quer durch. Da ist noch irgendwo da oben, ist noch irgendwo ein Stück Holz, glaube ich, weil das war mal ein Mammutbaum. Und der verschwindet hier nicht, weil die Krone ist noch da und das heißt, dass normalerweise da noch ein Stück Holz ist. So ist es. So, den reißen wir mal mit weg. Boah, bin ich jetzt vor dem Esel erschrocken, Junge. So, und da kann die hier mal vor sich hertrüppeln. Dann sieht das hier nämlich wieder halbwegs okay aus. Vielleicht können wir da noch so ein bisschen nachhelfen, um hier Überblick zu schaffen. Dass das hier nicht so komisch verwuchert aussieht. Wie gesagt, ich mag diese Mammutbäume jetzt nicht so sehr hier in meinem Garten haben wollen.
Das kann sich da in Luft auflösen da oben. Da ist nichts mehr dran, das haut also ab. Und hier pflanzen wir mal noch ein paar Bäumchen noch mit hin. Die sind alle so komisch hier. Die sind alle so blöd verwuchert, weil die hier. Am Ende tun wir mal den ganzen Wald hier, den ganzen Wald hier abholzen. Das ist zum Beispiel Birkenlaub. Da war mal irgendwann eine Birke, die da nicht mehr ist, und da ist das Birkenlaub noch da. Auch ulkig, hat sich da mit einem anderen Baum vermischt. Oder ist nicht weggegangen von alleine. Wir haben sogar einen Setzling noch. Habe ich den jetzt geschnappt? Ich glaube. Zwei sogar. So, der kommt da auch nicht runtergefallen mehr. Naja. Hier mal noch einen mit hinpflanzen. Das kann ja soweit hier bleiben. Und hier vielleicht noch einen mit hin. Das hier mal noch ein bisschen bewalden. Und die zwei Birkensetzlinge auch noch mit hier hin von mir aus. So, da kann das ja noch ein bisschen zuwuchern, nämlich. Da ist das ja alles ein bisschen schön geschützt. Nicht so licht. Denn wir haben ja unseren Weg, der hier außen rum geht, und das reicht ja völlig zu. So, jetzt mal eins nach dem anderen. Die Nahrung, die schmeißen wir jetzt mal fix mit hier rein. Das Fleisch, Hammelfleisch und Karnickelfleisch. So, und dann stellen wir erstmal eben noch fix unseren Trockenbeton her. Dazu, wie gesagt, brauchen wir Sand. Davon nicht zu wenig. Und dazu brauchen wir Kies, auch nicht zu wenig. Den Trocken, den Farbstoff haben wir da. Der kommt in die Mitte. Das kommt außen rum. So, und da haben wir gleich schon mal. Boah, reichlich. So, das Ganze nochmal. Nur ein bisschen abgeschwächter, weil ich jetzt gar nicht so viel mitgenommen habe. Aber das reicht erstmal für einen Anfang, würde ich fast behaupten. Das reicht erstmal für einen Anfang. Daraus können wir schon mal jede Menge bauen. Da kann der Farbstoff erstmal wieder hier rein, den restlichen. Vielleicht, ja, vielleicht ist das schon mal ein Stückchen Schiff, was wir da haben. So, das heißt, den Kies, den können wir jetzt nochmal aufheben. Und den Sand natürlich auch. Spitzhacke haben wir dabei. Und den alten, nein, so nicht. Ey, Quatsch. So, hier unten wollte ich den nämlich hinhaben. Oh, und dann gehen wir erstmal ins Wasser ein bisschen planschen. Tür mal auf, ein bisschen durchlüften, hier das muffige Lagerhaus. Und dann können wir wieder hier unten ein bisschen Trockenbeton graben. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Oh, das macht immer Spaß. So, schwarzer Trockenbeton für den Schiffsrumpf. Und davon haben wir so viel. Ich bin dann erstmal auch am Überlegen gewesen, ob ich hier mal mir noch ein bisschen Sand hole und hier vielleicht mal die ganze Bucht hier zumache mit Sand. Das wäre auch noch so eine Maßnahme. Da könnten wir dann auch ein bisschen mehr von dem Trockenbeton auf einen Haufen bauen und müssten das nicht immer so stückeln. Das werde ich, glaube ich, dann mal mit in den Angriff nehmen, dass wir hier mal unsere Bucht ein bisschen zubuchten. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Ihr wisst ja, wenn ich mir was vornehme, mache ich es meistens gleich. Außer mit dem moderneren Treppenaufgang in der Alpha-Höhle. Das muss ich jetzt nicht gleich haben. So, Sand, jede Menge. Lieber zu viel als zu wenig. Ich finde das cool hier mit der Eiche, ne? So, und dann werden wir das hier mal. Das ist zwar auch so ein bisschen so eine Anlaufstelle immer gewesen für unsere Oktopoden. Aber wir wissen ja, dass wir in der Nähe der Alpha-Höhle, was jetzt nicht so weit weg ist, in einem Teich irgendwo einen Spawner haben und dort immer wieder Tintenfische finden. Obwohl die ja dann wahrscheinlich erstmal, wenn der Schiffsrumpf einmal fertig ist, gar nicht mehr so von großer Bedeutung für uns sein werden, denke ich mal, die Tintenfische, weil den schwarzen Farbstoff werden wir dann von nötig, möglichst wahrscheinlich gar nicht mehr nötig haben. So, um Gottes Willen, jetzt werde ich mir noch so einen Knoten in die Zunge quatschen hier. Ist eben doch schon spät. So, die Folge ist erstmal gleich vorbei wieder. Das machen wir mal ein bisschen. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich, können wir ein bisschen Sand opfern. Aber auch davon haben wir ja natürlich genug. Das haben wir ja erstmal durchgehabt, wo wir das Hafenbecken angepasst haben. Hier mit diesem Sand immer schön nach unten fallen lassen. Aber dass das hier so ein bisschen gleichmäßig ist, ne? Gut, bis gleich.